Hi Leute und willkommen zu einem kurzen Tutorial. Da ich ja nun schon ein paar Mal gefragt worden bin, wie erstelle ich eine Kollektion? So, das ist natürlich ganz einfach. Ihr loggt euch erstmal ganz normal in euren Steam-Account ein, geht dann ganz einfach auf Community, auf Workshop. So, im Workshop selber sucht ihr erstmal das Spiel Ark, zum Beispiel für Ark, wenn ihr dann aus dem Workshop deine Kollektion erstellen wollt. Ark ist natürlich einfach, weil wir jetzt momentan sehr hohen Content in Ark haben und auch sehr viel Ark spielen und viele Server momentan laufen. Was heißt viele? 3 Stück sind es im Moment. So, jetzt sind wir hier im Workshop von Ark und natürlich einer unserer prominentesten Mod, der Prometheus Mod, ist natürlich jetzt auf unseren Volcano-Server mit drauf. Bin ich auch schon richtig gespannt auf die Tiere. Gut, weiter geht's. Ich schweife schon wieder ab. So, wir gehen das nächste auf Durchsuchen. Auf Kollektion. So, jetzt haben wir hier die ganzen Kollektionen, die andere schon erstellt haben. Wir haben ja auch schon selber 3 Kollektionen erstellt. Aber es geht jetzt darum, selber eine zu erstellen. Und zwar haben wir oben rechts den Button Kollektion erstellen. Da gehen wir drauf. So, jetzt haben wir unsere erste Kollektion. So, ich gebe einfach mal Test Kollektion ein. So, haben wir auch. So benennt ihr die. Ihr könnt sie benennen, wie ihr wollt. Nennt die wie euren Server, Servername, Kollektion oder was weiß ich, von euch den Namen. Lasst euch da was einfallen. Als nächstes wählen Sie ein Titelbild aus. Ich nehme hier meistens immer meine Titelbilder. Welches nehmen wir denn mal? Das ist mein Titelbild hier, Vanrado Logo. So, und hier schreiben wir rein, hier findet ihr unsere Mods vom Community Surfer. Punkt. Hier könnt ihr irgendeine Beschreibung reinsetzen, irgendwas, irgendwie. Lasst euch da kreativ was einfallen. So, dass ihr den anderen Leuten halt damit vermittelt, das ist unsere Kollektion, darum geht's, das steht halt da drinne. So, Objekte, die zusammenpassen, das haben wir immer ausgewählt und zwar, weil wir eine Kollektion erstellen. Die ist dann komplett. Ihr habt dann die ganze Liste von unseren Mods, die wir auf dem Server haben. Hinten, also das zeige ich euch dann gleich, hinten, also rechts von diesem Mod, habt ihr dann die Möglichkeit, die alle der Reihe nach zu abonnieren. Dann startet die Ark, dann werden die reingeladen und ist relativ einfach. Erkläre ich euch aber auch gleich noch. So, Objekte, zwischen denen der Benutzer wählen sollte. Ist Quatsch, braucht man nicht. So, hier gebt ihr noch ein, für was die zählen, ist das halt, sind halt Mods. Total Convention, nicht Maps, ja, Strukturs, Weapons, also Waffen, Outfits, Kreaturs, trifft ja alles immer auf uns drauf zu. Game Modes haben wir ja auch, Visual Sounds haben wir nicht, Rebalancing, naja gut, könnte man nicht. Ich mache meistens die hier. So, dann speichern wir die Liste ganz einfach. So, gespeichert und dann sind wir schon bei unserer fertigen Kollektion. Hier haben wir natürlich jetzt unsere anderen 3 Kollektionen. So, wir haben jetzt diese Kollektion noch nicht veröffentlicht. Wir werden diese Kollektion gleich mal veröffentlichen. So. So, und jetzt haben wir die Kollektion erstellt. Jetzt gehen wir ganz einfach mal in den Workshop zurück. So, zu Ark. Ja, in den Ark Workshop. So. Hier Protected Passiv. Ist egal. Nehmen wir ganz einfach mal diesen Mod. So, jetzt habt ihr unter dem Mod zur Kollektion hinzufügen. Öffnet die und jetzt habt ihr eure Kollektion. Wir haben natürlich jetzt schon ein paar. Ich habe jetzt diese Testkollektion. Da füge ich das jetzt hinzu. Jetzt ist in der Kollektion drin. Eure Kollektion findet ihr ganz einfach. Ihr geht auf euren Namen. Wie gesagt, das ist jetzt alles im Browser. Das ist jetzt nicht in der Steam-App selber, sondern das ist im Browser. Dann geht ihr auf meinen Workshop und dann auf Kollektionen. Da werden euch dann eure eigenen Kollektionen angezeigt. Hier oben haben wir dann die Testkollektion. Gut, ich habe jetzt das falsche Logo gewählt. Ich habe halt immer dies genommen. Ist ja auch egal. Ist ja nur zum Test. So, jetzt habt ihr diesen einen Mod drin. Ja? Und wenn ihr jetzt natürlich bei den ganzen Mods, die ihr euch auf dem Server habt, das genauso macht, habt ihr hier eine ellenlange Liste. Kann ich euch mal kurz zeigen. Ich gehe mal kurz zurück. Nehmen wir unseren Volcano-Server. Ist jetzt zwar nicht so eine ellenlange Liste, aber ein paar Mods sind halt drin und die werden dann euch aufgelistet. Und hier hinten habt ihr dann die Möglichkeit, die ganzen Mods, wie ihr bei den einen jetzt gesehen habt, zu abonnieren.
Abonnieren heißt, dass ihr die Mods haben möchtet. Die kosten euch auch nichts. Ihr müsst nichts dafür bezahlen, also keine Sorge. Abonnieren heißt nicht in dem Fall, dass ihr was bezahlen müsst oder irgendwas. Sondern es geht einfach nur darum, ihr müsst die Mods abonnieren, euren Arc starten, also euer Arc-Spiel, und dann werden diese Mods reingeladen. Also ihr braucht die einfach nur hier da rein nach zu aktivieren, also zu abonnieren, und dann werden die in euer Spiel geladen und bumm, ihr seid fertig. Finde ich am einfachsten. Ist besser als irgendwo in der Videobeschreibung hier 200 Mods reinzuschreiben und du musst jeden einzelnen durchklicken und das und dies. Einfache Methode. Ganz einfach. Besser geht's nicht. So. Also, wie gesagt, wir kommen nochmal kurz zu der anderen Modliste zurück. Wie ihr jetzt hier gesehen habt, könnt ihr das auch individualisieren. Oh, sorry, das sollte nicht reinkommen. Aber wie gesagt, ihr könnt das halt individualisieren, indem ihr halt hier noch ein Video mit reinmacht, einen Hintergrundbanner, ein Bild mit reinmacht, wie gesagt, die Beschreibung reinmacht. Dann könnt ihr den Leuten sagen, hier bewertet bitte die Liste und alles, dass vielleicht auch andere die Liste sehen. Oh, guck mal, die spielen mit dieser Liste und blub. Mach mal auch und alles. Geht viel einfacher. So, ja, das war das kurze Tutorial von mir zu dem, wie erstelle ich eine Steam-Kollektion. Ja, wenn ihr noch Fragen dazu habt, einfach in die Beschreibung. Vielleicht machen wir dann für ein paar andere Sachen auch nochmal ein kleines Video. Alles klar, Leute. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Natürlich nicht im Tutorial, sondern auf unserem Community-Server oder im Let's Play oder natürlich gegen Abend im Livestream. Alles klar, Leute. Habt einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss.